Moinsen Leute und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Advance Wars und vielleicht wird das hier ja jetzt der letzte Part, auch wenn ich das letzte Mal schon, ja, vorlaut angekündigt habe. Wahrscheinlich wird auch das hier nicht der letzte Part, weil ich mich einfach kenne und ich eine Wurst bin. Aber gut, so, probieren wir einfach hier so viel Schaden wie möglich zu machen. Wir haben hier ja schon ordentlich Freiraum inzwischen ein bisschen gewonnen. Ein Problem besteht hier in diesem Kampfpanzer. Der ist echt ein kleiner Typ, der mir ein bisschen Probleme bereitet. Ich mag den nicht so gerne. Aber ja, angreifen sollte ich den wahrscheinlich auch nicht. Das wäre nämlich nicht ganz so schlau. Ja, sinnvoll positionieren kann ich mich dann eigentlich gar nicht jetzt. Es wäre cool, eine Flak auf der anderen Seite zu haben. Wegen dem Helikopter. Aber da bekomme ich jetzt keine hin. So, ich hätte gerne den Kampfpanzer hier noch nach vorne an die Front geschickt. Denn der soll hier mal ein bisschen jetzt aufmischen, hier, das Publikum. Das wäre auch cool. Ich komme einfach nicht durch. Wäre es vielleicht sinnvoll, tatsächlich Lufteinheiten zu verwenden, um irgendwie von hinten anzugreifen? Da müsste ich aber auf jeden Fall erstmal einen Jäger bauen. Weil sein Jäger ist ja auch ein Problem. Ach man, und dann kommt er mit seinem Bomber an. Nee, ich glaube, Flugeinheiten sind nicht die Lösung hier für unsere Probleme. Ich glaube, Flugeinheiten sind nicht wirklich hier sinnvoll. Bauen wir stattdessen lieber noch einen Kampfpanzer. Das Problem ist ja, dass ich mich selber hier blockiere. Das ist das größte aller Probleme. Wenn ich mir da ein bisschen besser geplant hätte, dann ja, wäre das alles wesentlich einfacher hier gewesen. Aber gut, jetzt stehen hier die ganzen Einheiten rum und machen irgendwie nichts. Naja, gucken wir mal, wie viel wir wegräumen können in dieser Runde einfach. Kit ist ja auch nochmal dran. Moment mal, reicht vielleicht das sogar? Oh nee, schade. Das wäre ja ein Traum gewesen. Aber Träume bleiben eben nur Träume. Wäre lustig, wenn man den Raketenwerfer in so ein TTP reinladen könnte. Das wäre ziemlich übertrieben, Imba. Aber okay. So, was können wir denn hier attackieren? Attaktionieren. Kann ich den vielleicht komplett rausnehmen? Oh ja, das geht. Wie cool ist das denn? So, was können wir noch angreifen? Ja, komm, dieser Typ nervt mich jetzt schon die ganze Zeit. Nee, ich benutze meine Gabe noch nicht. Ich benutze sie in der nächsten Runde. Wenn ich volle Power habe, also wenn ich mit allen Einheiten angreifen kann, dann ist der Zeitpunkt gekommen, meine Gabe zu verwenden. Denn die Gabe von Kit ist super gut. Natürlich nicht zu vergleichen mit der Spezialgabe von ihm aus Advance Wars 2, wo die Reichweite einfach noch übertrieben mehr gesteigert wird, als es hier sowieso schon der Fall ist. So, wir bauen einfach immer mehr Artillerie, weil wir es einfach haben. Wir können auch hier vorne theoretisch bauen. Ich glaube, das wäre viel sinnvoller und dann hier über diese Straße da rankommen. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Bin ich eine Kackwurst oder was ist los? Ich glaube, das ist die einzige plausible Erklärung, wieso ich das nicht gemacht habe. So. Also das Rating möchte ich... Ich möchte mir gar nicht überlegen, was das für ein Rating hier wird. So schlecht, wie ich mich hier anstelle. Ich hoffe, seine verdammte Gabe ist nicht voll. Aber ich glaube schon. Kacke. Dann macht er mich wieder ordentlich nass. Mit seinen ganzen Trupps, ey. Das ist doch alles Käse. Käse ist das. Na, der Raketenwerfer hier kann zumindest in Position gefahren werden, denn der haut auch richtig rein. Denn er ist ja von Kanbei. Und seine Einheiten sind nochmal richtig eine Hausnummer für sich. Ich weiß gar nicht, woher das überhaupt gesteuert wird, die Gabe von dem Sturm. Ist das da, wo die meisten Einheiten einfach stehen? Also die, von der Anzahl her die meisten Einheiten? Oder kommt es auch auf die Kosten der Einheiten an? Das weiß ich nicht. Ich weiß so vieles nicht über dieses Spiel, fällt mir auf. Und ich dachte, ich wäre voll gut informiert. Aber ist nicht so. Ich bin einfach nicht so schlau, wie ich mir gewünscht hätte. Ich wette, seine Gabe ist voll und ich bekomme jetzt voll auf den Hosenboden hier einen Meteoriten reingeknallt in dieses schöne Camp von Trupps. Das wäre sehr traurig. Naja, so, gucken wir, was der Sturm macht, was er so auf Lager hat. Ja, seine Gabe, verdammt. Aber so ganz viele Einheiten hat er zum Glück nicht mehr. Das finde ich, na, das ist zumindest eine Sache, die, ja, die es gar nicht mal so schlecht aussehen lässt. Und er haut das tatsächlich da rein. Wow, okay, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe das versucht halbwegs so zu steuern, aber dass das wirklich geklappt hat, das wundert mich jetzt doch. Hm, verdammt, jetzt hat er... Okay, Kanbei kann den aber wegknallen mit seinem Flak, der da vorne steht. Vorausgesetzt, er kann überhaupt so weit fahren. Das sollte ich jetzt zuerst gucken. Er kann überhaupt nicht so weit fahren, weil hier so eine Kackwurst im Weg ist. Okay, der muss zuerst weg. Aber ja, ich habe nicht die falsche... Ich bin der falsche Kommandant hier. So, kommt er jetzt bis dahin? Ja, tut er. Okay, geil. Da muss ich mir da schon mal keine Gedanken drüber machen. Der Raketenwerfer, der darf gerne hier weggeknallt werden. Nicht, dass der sich hier die ganze Zeit hochheilt
und mir noch mehr Probleme bereitet, als es sowieso schon der Fall ist. So. Ja, der Bomber ist auch ein bisschen dumm, der sich da oben die ganze Zeit munter voll heilt. Ja, können wir jetzt aber erstmal nichts gegen unternehmen. Ich möchte hier gerne klar Schiff machen. Die ganzen Einheiten hier wegrösten. Röstis sind lecker. So, und schön gebratene Panzer. Das schmeckt bestimmt... Was war das denn für eine Aktion? Der hatte nicht mehr volle HP, oder? Ansonsten wäre der nicht so schnell gestorben. So. Noch ein Kampfpanzer. Ja, komm, her mit dir. Das finde ich gut. Es sieht momentan gar nicht so schlecht aus. Und vor dem Jäger brauche ich ehrlich gesagt keine große Angst zu haben. Oh, guck meine an. Ach, kann ich nicht. Ich bin der falsche Kommandant hier. Ich bin nicht am Steuer. Muss mir auch mal jemand sagen, ey. Ich kann in den Fluss gehen, denn da blockiere ich niemandem den Weg. Das ist, glaube ich, eine sinnvolle Sache. Und was bauen wir? Was bauen wir denn? Ich würde vorschlagen, wir brauchen einen Kampfpanzer. Warum denn nicht? So ein Kampfpanzer, der haut ordentlich rein. Der ist zwar auch teuer, aber dann kann man schon mal hier Präsenz auf der Map zeigen. Und die Gabe von Kit, auch die können wir aktivieren. Denn damit wird die Reichweite auf eine Fantastillionen erhöht. Und jeder will eine Reichweite von einer Fantastillionen haben. So, dann können wir jetzt hier zum Beispiel mal den Jäger ausschalten. Das war richtig so, denn für das andere Teil da, für den Heli, habe ich ja schon was anderes in petto. So, ich weiß gar nicht, wohin ich mit meinen ganzen Einheiten hier will. Ich weiß aber, dass ich jetzt lieber hier vorne produzieren möchte. Und das war Raketenwerfer. Ich habe die Schnauze voll von da hinten der Produktionsstätte. Deswegen ab geht's hier nach vorne. So, bis wohin reichen die denn jetzt? Oh, der reicht sogar bis zu dem Flak hier. Was ist das für ein Traum? Ich glaube, das ist eine Halluzination. So heißt das doch. So sagt man doch dazu, wenn etwas so unrealistisch erscheint. So, ab nach vorne, meine ganzen Freunde. Oh, die Munition wird knapp. Und ich glaube, mit befreundeten TTPs, also wenn Andy jetzt hier versuchen würde, eine Ration zu verteilen, dann würde der gar nicht gefüllt werden. Aber auch das ist nur eine Vermutung. Ach, jetzt bin ich schon wieder nicht... Oh Mann, ich verwechsel immer die Leute, mit denen ich dran bin. Also so drei Farben sich zu merken, das ist schon anspruchsvoll, ne? So, das hier sind die letzten Einheiten, die von hier unten hier rumkommen. Dann ist der Nachschub von dort erstmal versiegt. Aber er hat echt nur noch wenig Einheiten. Ich glaube, dieses Mal kann es tatsächlich geschehen. Vielleicht schaffen wir es in diesem Part, die Mission hier für uns zu gewinnen. Das wäre richtig geil. Das wäre ein Traum. Ein Traum wäre das. Seine Einheiten sind leider auch nicht so ganz die besten, wenn es hier darum geht, voll die gute Reichweite zu haben irgendwie. So scheint mir das zumindest gerade. Und sie sind auch ziemlich angeschlagen. Deswegen einen wir einfach mal, was das Zeug hält. Und gucken, ob das vielleicht ein bisschen was hilft. So, der kann ja schon mal dahin, auch wenn er da nichts mehr Sinnvolles erreichen kann. So, du darfst auch mal ein Schrittchen nach vorne machen. Und es wäre lustig, wenn ich hier einfach anfangen kann zu besetzen. Das wäre echt extrem lustig. So, du kannst jetzt auch so langsam mal wieder nach vorne. Das, wovor ich momentan am meisten Angst habe, und das eigentlich Einzige, was noch gefährlich ist auf dieser Karte, ist dieser Bomber. Mit 7 HP. Ich frage mich, was er mit dem anfangen möchte. Bin auf jeden Fall gespannt. Oh, 0%! Mit 0% kann man das schaffen? Man kann das schaffen, ja, aber... Ich probiere es aus. Und es hat geklappt mit 0%. Ja, mathematisch sind das nicht die besten Leute hier gewesen bei Advanced Wars, die das programmiert haben. Aber ja. So, und was können wir noch bauen? Nichts Tolles. Dann nehmen wir halt eine Artillerie, warum nicht? Ich glaube, die kommt sowieso nicht mehr bis an die Front. So, Sturm. Deine letzte Runde hat geschlagen, glaube ich. Mach doch, was du willst. Obwohl, nee, ich glaube, es ist nicht die letzte. Ich glaube, er kann da noch genug Zeit rausschinden, sodass ich den Bomber nicht killen kann und so Zeug. Was ein bisschen gemein ist, aber... Naja, lassen wir ihm seine letzten paar Minuten noch. Das wäre ja sonst voll fies. So, der Bomber ist leider in der nächsten Runde voll geheilt. Und stellt dadurch ein Problem für mich dar. Was nicht geil ist, finde ich jetzt. Was machen wir gegen den Bomber? Der Bomber, das ist ein Problem. Ich könnte so langsam aber mal anfangen, seine ganzen Fabriken hier zu besetzen, sodass er einfach nicht auf die Idee kommen kann, da noch zu sagen, haha, ich bin voll schlau, ich produziere einfach noch mehr Einheiten. Denn wenn wir uns draufstellen, dann kann er logischerweise da nichts mehr draus bauen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Deswegen versuche ich, den umzusetzen. Mal gucken, ob das gelingt. Ich weiß auch... Nee, ich glaube nicht, dass er da... Er hat so viele Städte hier. Er hat einfach so viele Städte hier, dass er ja gar nicht auf die Fabrik unbedingt angewiesen ist, um sich dort zu heilen. Übrigens, Verzeihung für den kurzen Schnitt gerade. Aber es ist einfach so,
mit meiner neuen Aufnahme, mit meinem neuen Aufnahme-Zeitslot werde ich ständig unterbrochen irgendwie. Das gefällt mir alles gar nicht so gut. Aber ja, holen wir uns einfach das Beste raus, was wir können. Es ist ja schön, dass ich zumindest überhaupt aufnehmen kann. Und dann nimmt man die kleinen Unterbrechungen schon noch in Kauf, würde ich sagen. So, räumen wir so gut auf, wie es geht. Können ja auch hier nochmal lustig versuchen, eine Stadt wegzubesetzen. Denn, warum einfach nicht? So. Und ab nach vorne. Sogar mit Helikopterunterstützung. Das klingt ja nach einem guten Plan, oder? So, Hepper. Und ja, einen neuen Kampfpanzer können wir dann auch nochmal herstellen. Denn die sind richtig toll, habe ich gehört. So, mehr kann ich nicht machen. Und er hat nicht mehr viele Einheiten, muss ich sagen. Aber ich glaube, es wird nicht reichen. Ich glaube, ich kann nicht alles wegknallen von ihm. Denn, ja, hab zu wenig Feuerkraft direkt an der Front. Und er hat nur noch 3 Schuss. Das ist gar nicht mal so wenig eigentlich. Aber er blinkt trotzdem wie ein, ja, wie ein, keine Ahnung was. So, besetzen wir einfach so viele Fabriken wie möglich, um ihn an der Produktion zu hindern. Das ist nämlich eigentlich eine ganz gute Strategie, auf die ich eben noch kurz eingehen wollte, wo ich dann aber unterbrochen wurde. Denn immer wenn man eine Fabrik besetzt, also nicht besetzen im Sinne von für sich retten, sondern im Sinne von, ja, der Gegner einfach in eine Einheit draufstellen, sodass dass der Gegner dann nichts mehr produzieren kann, ja, dann nimmt man ihm effektiv irgendwie seine Produktionsmöglichkeiten weg. Und das ist eine Methode, die ich eigentlich ziemlich gerne mag. Ich mag das, den Gegner so voll zu ärgern. Und es ist ein bisschen schade, dass ich hier nur die eine Fabrik besetzen konnte, die er natürlich auch in der nächsten Runde sofort wieder freiräumen kann. Ich bin gespannt, was der Bomber dann angreifen wird. Denn vor dem habe ich noch den meisten Schiss hier. Das ist wohl auch berechtigt, denn das ist ja die größte Gefahr hier. Ohne Zweifel. Da kann man nichts gegen sagen. Habe mir gerade auch noch einen Apfel reingepfiffen und jetzt habe ich hier die ganze Zeit so komische Apfelspäne im Mund kleben, irgendwie zwischen den Zähnen. Das ist total ekelhaft. Aber, naja, muss ich mit leben jetzt. Den Rest dieses Let's Plays muss ich damit fristen, denn ich nehme das heute zu Ende auf. Egal, wie viel Parts es noch wird, das habe ich mir vorgenommen. Heute wird dieses Let's Play zu Ende gehen. Also, wenn es noch 3 Parts sind, dann nehme ich halt noch 3 Parts auf. Aber ich glaube, spätestens im nächsten, wenn nicht sogar noch in diesem, werde ich das Ding hier für mich nach Hause fahren. Vielleicht ja sogar am nächsten Tag. Das wäre dann Tag 15 für mich. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus positiv für uns ausgehen könnte dann an dem Tag. Warum hat er mit seinem Bomber nicht angegriffen, frage ich mich. Ist er hohl in seinem Kopf? In seinem Kopf sehr hohl, glaube ich. Na, ich habe auch nichts irgendwie hier, was sinnvoll Bomber angreifen könnte. Ich bräuchte mehr Flachs. Ich habe keine. Hab keine Flachs, verdammt. Das habe ich natürlich wieder mal toll bedacht, ne? Das ist ja super toll bedacht gewesen von mir. Naja, besetzen wir einfach so gut wir können. Der Kampfpanzer muss auf jeden Fall hier attackiert werden, weil der ist blöd. Und wir haben auch die Gabe voll, deswegen ja, volle Kanne direkt nutzen. Super Tuning! Ich glaube, ich nehme jetzt einfach so lange am Stück auf, bis ich die Mission hier beendet habe. Und dann schneide ich einfach zur Not, wenn es zu lange gehen sollte. Ist vielleicht nicht die professionellste Art und Weise, hier so ein Let's Play jetzt zu beenden. Aber das ist mir jetzt auch... Das ist es mir wert, sage ich mal. Und hier können wir eine Stadt belegen. Das ist cool. Sowas möchte ich immer erreichen. Immer wenn es geht, eine Stadt hier zu belegen. Das ist ein optimaler Plan. So, und hier können wir auch einen Flughafen belegen. Auch das ist cool. Einfach blockieren. Einfach uns draufstellen, sodass er nichts machen kann damit. Das ist richtig, richtig fies. Und das passt richtig gut zu mir. So. Ärgerlich ist hier, dass ich keine richtig sinnvolle Anti-Air-Einheit habe. Und ich glaube, das wird auch so schnell nicht passieren. Außer ich baue irgendwo einen Jäger. Und ich habe kein Geld. Ich habe einfach kein Geld. Das ist das Problem, was ich hier sehe. Oh Mann. Und ja, die nächstbeste Anti-Air-Einheit ist hier dieser Flak. Und bis der bei dem Bomber angekommen ist, das dauert Jahre, sage ich euch. Naja gut, Andy kann jetzt nichts weiter machen. Ich spare mein restliches Geld für den Jäger, den ich gerade angesprochen habe. Einfach um die Sache hier mal über die Bühne zu bekommen. Und dann gucke ich, Okit könnte sich auch einen Jäger leisten. So in der Theorie zumindest. Das ist natürlich auch eine Idee wert zumindest. Auch wenn, nee, kann er gar nicht, weil er keinen Flughafen hat. Verdammt. Ein Gebäude mal nicht eingenommen und sofort rächt sich das. Das rächt sich einfach sofort. So. Ja, die Reichweite ist leider nicht so groß, wie ich mir das gewünscht hätte. Ist zwar trotzdem extrem geil, aber hätte es mir gewünscht, wenn es dann doch noch größer ist. Ah ja, das ist ja nicht nur hier bei den Reichweiten so, nicht, sondern auch bei anderen Sachen. So, dann, ja, keine Ahnung. Kit, du hast ja auch eine Anti-Air-Einheit, die ziemlich gut ist.
Aber ich kann irgendwie hier... Ich habe hier zu wenig Platz. Ich muss mir ein bisschen Freiraum machen. So, und was baue ich jetzt noch mit dir, mein Freund? Bauen wir nochmal... Missiles. Weil ich gerade Missiles brauche. Ich brauche Anti-Air, deswegen wird jetzt alles einfach in Anti-Air gesetzt von Geld, was wir haben. Ich kann hier theoretisch den Bomber angreifen, aber mit meinen 2 HP, die ich hier habe, ist das nicht, glaube ich, sinnvoll. Das ist nicht das Beste, was man machen kann in dieser Situation. Naja. Verdammt, ey. Hätte ich nur dieses Ding hier nicht hingestellt, dann hätte ich auch den Helikopter hier angreifen können. Ich kann ihn natürlich so angreifen, aber dann killt er mich doch, oder? Nee, er hat mich nicht gekillt, okay. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt erwartet. Das ist natürlich schön. Schön, dass meine Erwartung nicht eingetroffen ist, denn das hilft mir jetzt so in diesem Fall. Ja, ich überrenne ihn. Das ist jetzt ein bisschen lame. Eigentlich könnte er schon aufgeben. Das zögert das doch hier nur alles heraus. Das ist doch hier alles nicht möglich. Ja, wir beenden einfach die Runde, weil wir nichts Sinnvolles mehr machen können. Wir haben ja auch ein paar Fabriken von ihm blockiert, sodass er nichts mehr produzieren kann irgendwie. Und das war auch dumm. Jetzt bist du voll in die Reichweite von irgendwelchen Zeug gelaufen, glaube ich. Und ich frage mich, wieso er mit dem Bomber nicht angreift. Ist er echt... Er ist voll die Hohlbirne, kann das sein? So, jetzt kommt der Jäger. Und dann, wenn der spätestens an der Front ist bei dem Bomber, dann ist hier Schluss mit lustig. Schluss im Bus. Auch da. Und er ist genau so positioniert, dass ich den nicht erreichen kann. Das ist natürlich geschickt. Das ist natürlich richtig geschickt. Ach, ich bin gar nicht am Zug mit dem Spinner. Oh Mann, ey. Kann ich mal bitte hier ein bisschen mehr Platz haben, indem ich hier die ganze Verklemmung hier ein bisschen auflöse? Das wäre schön. Kann der bis zum Hauptquartier? Ja, man könnte das ja theoretisch auch mit Besetzen beenden, hier dieses Gefecht hier. Das ist grundsätzlich möglich. So, er hier besetzt jetzt, belegt die Stadt einfach. Er hier belegt die hier. Und dann räumen wir die letzten Einheiten hier weg. Ja, komm, greifen wir einfach von hier mal an und dann auf dem Hauptquartier. Und dann ist hier auch gut belegt. So, er kann jetzt quasi nirgends produzieren mehr. Das finde ich ziemlich geil. Plopp und plopp. So. Belegen wir hier noch und ja, die anderen Kommandanten können dann den Rest machen, glaube ich. Ich habe leider nichts, was hier diesen komischen Bomber angreifen kann. Och Mann, ey, ich wünschte, ich hätte mehr Flachs gebaut. Wie gesagt, dieser Part wird jetzt ein bisschen länger, weil ich das noch beenden möchte, glaube ich. Und das wäre blöd, wenn ich das jetzt hier so komisch irgendwie schneide. Oder wenn ich noch unbedingt einen zweiten Part draus machen muss, der dann irgendwie 2 Minuten geht oder so. Das ist ein Käse, sowas. Wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Ja, und sowas gilt es eigentlich zu verhindern, weil das ist immer ziemlich unprofessionell. Ich könnte eigentlich doch auch das Hauptgebäude einfach besetzen, wenn er sowieso nichts mehr hier hat, was er machen möchte. Wahrscheinlich ist das voll die gute Idee und ich nutze sie einfach nicht. Nutze sie einfach nicht, weil ich ein Waschlappen bin. So, ich mache nichts mehr. Ich will einfach nur, das hier schnell zu beenden jetzt. Ich habe doch sowieso schon so gut wie gewonnen. Es hat keine Chance mehr, es hat keinen Sinn mehr, dass du hier das alles so hinauszögerst, du Spinner. Du Wurst. Du Wurstgesicht. So, weg mit dem Kind. Und ja. Er hat keine Produktionsstätte mehr. Wir warten jetzt einfach auf den Bomber, bis der, auf den Jäger, bis der irgendwann mal hier sein Ziel erreicht. Und dann ist natürlich hier auch noch dieses Ding das Problem. Oh Mann. Obwohl, ja, ich weiß ja nicht, wo er hinfliegt. Bestimmt findet er einen Ort, wo er wieder ungeschützt irgendwie angreifen kann, wo ich nicht attackiere. Obwohl, da müsste er eigentlich in Reichweite sein. Und seine Gabe ist schon fast wieder voll. Macht mir jetzt allerdings nicht mehr so sonderlich viel, weil meine Einheiten sind eigentlich voll fit. Meine Einheiten sind echt fit am Start. Deswegen, ja, chillen wir einfach. Wir können einfach chillen. So, das Ding hier muss auf jeden Fall zerstört werden, denn das nervt. So, und ansonsten machen wir, glaube ich, nichts, oder? Nee, wir brauchen nichts machen. Außer wir bauen noch einen Jäger, denn man weiß ja nie, was hier noch so für böse Sachen passieren können. So, Ende. Keine Lust mehr, jetzt hier unendlich viel Zeit rauszuzögern, ey. So, hier der Dingsbumsi kann auch weggerotzt werden. So, und dann wieder eine Runde passen. Wahrscheinlich ist jetzt seine Gabe voll und er macht das alles sonst noch viel komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Aber, naja. So. Vielleicht beendet auch dieser Jäger einfach das ganze Geschehen hier. Bin gespannt, ob er nochmal seine Gabe benutzt. Er hatte sie ja schon relativ voll. Ja, er benutzt sie nochmal. Aber kann mir jetzt eigentlich auch egal sein. Ich habe 2 Jäger, die in unmittelbarer Reichweite sind. Er kann nicht beide auf einmal treffen. Bedeutet, ich habe in jedem Fall gewonnen nach dieser Runde.
Und damit sollte das eigentlich hier ein Ende der Kampagne bedeuten, oder sehe ich das falsch? Nee, müsste eigentlich richtig sein. So, können wir hier mal schon mal einen Angriff einleiten. 22%, so, Ende. Und Kanbei macht dann den finalen Schlag mit seinem Jäger. 18 Tage haben wir gebraucht. Das war tatsächlich lange. Aber am Anfang habe ich ja überhaupt nicht erwartet, dass wir es überhaupt schaffen. Nein! Ich war so nah dran, so nah! Ich habe die Kraft dieser Kriechtiere unterschätzt. Ich habe verloren. Der Traum von der Weltherrschaft. Ich werde zurückkehren. Und wenn das geschieht, werde ich euch endgültig in den Boden treten. Ja, damit meint er natürlich die Geschehnisse, die wir bereits in Advance Wars 2 gezockt haben. Wen das noch interessiert, der darf gerne da nochmal reinschauen. Ich glaube, das ist das Ende einer langen, beschwerlichen Reise. Meine Güte, wenn das nicht mein alter Freund, der große, brummige Olaf ist. Bist du das, Kit? Was habe ich getan? Mir war nie klar, dass Sturm... Mach nicht so ein langes Gesicht, Olaf. Es ist ja alles gut gegangen. Wir haben nur ein paar Menschen getötet im Krieg, aber naja. Und es gibt immer noch eine Menge Arbeit, Boss. Du hast recht. Blue Moon hat mich gut behandelt und ich bin in seiner Schuld. Nun, was kann ich noch tun? Was sagst du? Ich kann helfen, das Heer wiederherzustellen. Hm? Glaubst du, du kannst mir meine Freveltaten verzeihen? Kit, du... Vielleicht war es das wert, dass Sturm dich hintergangen hat. Hast du irgendetwas gesagt, du Spast? Nicht doch. Nicht eine einzige Silbe. Machen wir uns lieber wieder auf den Weg. Sonja, geht es dir gut, ist die Frage. Ja, danke, Vater. Oh, Sonja, wenn dir irgendetwas zugestoßen wäre. Vater, wage bloß nicht zu weinen. Aber, sei so traurig hier. Also wirklich, Herr Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Weißt du eigentlich, was Mutter mir immer erzählte? Dein Vater mag etwas albern sein, aber er ist immer zur Stelle, wenn du ihn brauchst. Das ist so schön. Du siehst ihr so ähnlich, Sonja, das tust du wirklich. Haben wir gewonnen? Ja, du Blitzmerker. Yeah, dieses Mal siegten wir. Und Sturms Armee ist für immer geschlagen. Wirklich für immer? Ach, was wurde aus Eagle eigentlich? Ahoi, meine Matrosen. Wir haben den Sturm buchstäblich überstanden. Doppelt sozusagen. Captain Drake. Zerbrich dir nicht deinen hübschen kleinen Kopf wegen Eagle. Er wird zurückkehren. Er hält immer sein Wort, was auch immer passiert. Ja, er steht zu seinem Wort. Ihr wart jedenfalls großartig. Aber uns steht noch eine raue Brise bevor. Wir müssen die Landesgrenzen, die Sturm zerstörte, wieder berichtigen. Es wird noch eine Weile dauern, bis die Kämpfe endgültig aufhören. Soll das heißen, es ist noch nicht zu Ende? Naja, so übel ist das gar nicht. Alles in allem wird es eine Freude sein, euch alle wiederzusehen. Ich glaube auch, dass es schön wird. Wohlgesprochen! Du freust dich darauf, dein Können zu beweisen, nicht? Also, bis bald! Ich gewinne! Yay! Und das Rating ist extrem schlecht. Ein B-Rang. Aber naja, Hauptsache, wir haben doch noch gewonnen. Das sah ja am Anfang doch ein bisschen übel aus, aber letztendlich konnten wir doch den Sieg für uns erringen. Schön. Und ja, der gute Sturm hat leider Pech gehabt. Und 200 Münzen haben wir genau für die Kampagne erhalten. Ich glaube, das war die letzte Mission. Ja, da kommen die Credits. Geil. Das war tatsächlich Advance Wars. Und hier sehen wir nochmal die ganzen Ränge, die wir erreichen konnten. Ach, das ist schön. Haben wir doch noch geschafft, dieses Let's Play durchzuziehen. Ja, das war ja eigentlich ein Anschlussprojekt. Oder... Ja, Anschlussprojekt. Macht das Sinn? Wo ich zuerst Advance Wars 2 gespielt habe und jetzt im Nachhinein dann Advance Wars 1 nachreichen musste. Denn Leute fragen sich, was ist das für ein Spinner? Der hat Advance Wars 2 gespielt, aber nicht mal Advance Wars 1. Was ist los? Ist der krank in seinem Kopf? Und dann kann ich jetzt sagen, ja, aber hier hast du trotzdem das Let's Play. Und dann gebe ich ihm den Link und dann kann er das hier auch gucken. So, denn Advance Wars 2 war ja damals mein erstes Let's Play. Und das hier ist jetzt mein irgendwie 19. oder so. Also schon... Eine große Hausnummer an Let's Plays habe ich inzwischen gemacht in der Zwischenzeit. Und mich würde interessieren, ob ihr, falls ihr damals die ersten Parts von Advance Wars 2 gesehen habt, vor 3 Jahren oder so, könnt ihr euch noch erinnern, was für eine Gurke ich damals war, so Commentary-mäßig und qualitätsmäßig. Das war echt richtig scheiße damals. Also ich sage nur mal ein paar Stichworte, 360p Qualität, schwarze Balken an den Seiten, super schlechtes Commentary, super schlechtes Encodieren, einfach alles schlecht. Und inzwischen
habe ich mich, glaube ich, schon ein kleines bisschen gemausert und man kann die Videos inzwischen schon fast jemandem zeigen. Ja, schön. Zumindest das ist eine tolle Sache. Mich würde jetzt natürlich an dieser Stelle wieder interessieren, wie fandet ihr denn das Let's Play? Fandet ihr das war wert anzugucken oder fandet ihr das war der größte Rotz und ich sollte lieber was anderes machen? Und auch würde mich interessieren, ob ihr das Spiel schon kanntet und wie ihr das Spiel an sich fandet. Denn ich finde Advance Wars, damit verbinde ich eine tolle Zeit in meiner Jugend. Ich kann mich noch erinnern, wo wir mal in Urlaub gefahren sind mit der Familie, schön mit dem Auto und ich saß hinten und habe immer mit meinem Game Boy Advance SP, hieß er damals, das war der erste zum Aufklappen mit Hintergrundbeleuchtung, was total revolutionär war damals, habe ich die ganze Zeit auf der Fahrt hier Advance Wars gezockt und hat richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Nicht unbedingt die Kampagne, ich habe ja hauptsächlich das Kriegsgebiet da gespielt, habe ich jetzt in diesem Fall jetzt gar nicht gemacht in diesem Let's Play, habe ich auch nicht vor, noch einzusteigen. Kann man natürlich jetzt auch noch die ganzen Kriegsgebiet-Dinger machen. Das sind so kleine Szenarien, kann man sagen, wo man einfach randommäßig ohne eine zusammenhängende Story in irgendwelche Gefechte geschmissen wird und dagegen irgendwelche Gegner kämpfen muss auf irgendwelchen Karten, die vorherbestimmt sind. Und das ist eigentlich auch teilweise ziemlich lustig. Und natürlich gibt es auch noch den Multiplayer-Modus, den habe ich früher allerdings nie spielen können, weil keiner mein Freund war. Und ja, eigentlich habe ich gar keine Ausrede, weil man konnte das Ding, den Multiplayer-Modus ja sogar spielen, wenn ich als einziger das Modul hatte. Das war ja auch total revolutionär. Bei anderen Spielen, zum Beispiel bei Pokémon, ist es ja so, dass beide Parteien des Spiels ein Modul des Spiels haben müssen. Aber bei Advance Wars ist es so, es reicht, wenn ein einziger Spieler das hat. Total krass, oder? Also technisch ist das auf jeden Fall schon krass. Und ich frage mich, was für ein Gesamtrating wir überhaupt für die ganze Kampagne bekommen, denn das sehen wir jetzt ja wahrscheinlich auch noch eingeblendet, oder? Ich glaube, für Advance Wars 2 haben wir A bekommen. Oder war das sogar S? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Advance Wars 2 war nicht so gut. Ich bin gespannt, was wir hier bekommen. Ich glaube auch A. Ich habe ein paar Mal S-Rang geschafft, aber auch ein paar Mal B-Rang, die das wieder ausgleichen sollten. Ich glaube, so im Durchschnitt sollte sich das auf A einpegeln. Und damit wäre ich auch durchaus zufrieden. So, wir warten jetzt noch, dass die Credits ein bisschen durchgelaufen sind von den ganzen Namen hier, die da mitgemacht haben. Zum Beispiel auch Osaka. Ich frage mich, woher der kommt. Naja. So. Oder ist das hier der Endscreen und wir bekommen gar kein Overall-Rating? Das wäre ja traurig. Oder werden wir direkt ins Kampagne beendet mit A-Rang? Ja, tatsächlich. Doch, das ist doch eine schöne Sache, oder? Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das jetzt doch noch geschafft habe. Sehr coole Sache. So. Das war's dann also mit dem Let's Play zu Advance Wars. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr dabei gewesen seid. Wir könnten jetzt theoretisch auch noch die Kampagne in dem Plus-Modus spielen, also in dem schwereren Modus. Aber das möchte ich nicht machen, denn das ist zu brutal für mich. Da muss man echt gut sein und das bin ich leider nicht. Das schaffe ich nicht. Könnt ihr euch gerne andere Let's Plays zu angucken. Es gibt genug Leute, die das gemacht haben. Aber ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid bei dem nächsten Let's Play, welches ich starte. Welches das Folgeprojekt von Advance Wars wird, weiß ich noch nicht. Ich habe so ein paar Kandidaten im Hinterkopf, aber ich habe mich noch nicht genau auf einen festgelegt. Das werde ich dann innerhalb der nächsten Tage machen und dann werdet ihr direkt im Anschluss am Folgetag dann quasi, also für euch morgen, werdet ihr dann herausfinden, welches das Folgeprojekt sein wird. Seid auf jeden Fall gespannt, denn auch das wird sicherlich ein total episches Spiel. Also bis dann, Leute, und ciao!